Die NV-Squash-Union Wiener Neudorf-Mödling wurde als Titelverteidiger vom österreichischen Squash-Racket-Verband ersucht, das Squash-Bundesländerfinale 2013-14 durchzuführen. Dieses Finalturnier der Squash-Bundesliga fand am vergangenen Freitag, den 25. und Samstag, den 26.04.2014 in der Sporthalle von Wiener Neudorf statt und wurde mit den besten 4 Mannschaften in der Tabelle ausgetragen. Michael Gnauer, ein Urgestein des NV Squash Union Wiener Neudorf-Mödling, erklärte uns gleich zu Beginn die Ausgangssituation. Die Bundesliga-Meisterschaft der Herren im Squash steht knapp vor dem Ende der Meisterschaft. Und es gibt hier in Wiener Neudorf heuer das Finale. Der Michael Gnauer ist ein Urgestein des NV Squash Wiener Neudorf und er wird uns jetzt erklären, wie denn das zustande kommt. Denn wenn man nicht die Tabelle ansieht, dann ist ja die Squash Union Wiener Neudorf ja bei weitem vorne. Aber es gibt einen ganz besonderen Modus seit heuer und den lassen wir uns jetzt genau erklären. Dankeschön für das Interesse am Squash, besonders hier in Wiener Neudorf. Ja, es ist tatsächlich so, dass eigentlich wären wir in der Fußball-Bundesliga, dann wären wir Meister und würden mit dem Pokal schon durch die Straßen ziehen. Beim Squash wird immer wieder versucht, nachdem wir ein sehr erfolgreicher Verein sind, den Modus von Jahr zu Jahr ein bisschen zu modifizieren, um zu schauen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass ein anderer Verein uns den Titel wieder einmal abjagen kann. Wie oft wart ihr schon Meister? Wir sind bis jetzt 11-mal Meister in der Bundesliga geworden und versuchen heuer den Squash 12er zu erreichen. Es ist so, dass der Grunddurchgang aus jeweils 2 Begegnungen besteht, die wir alle ohne Niederlage überstanden haben. Es waren, glaube ich, nur 1 oder 2 Unentschieden dabei. Und jetzt ist es so, dass sich die ersten 4 Mannschaften für das obere Finale qualifiziert haben und die zweiten 4 Mannschaften im unteren Finale spielen. Und jeweils die letzten 2 aus dem unteren Playoff müssen dann mit den Landesmeistern um Relegation spielen, wer aufsteigen will oder nicht. Wir haben den einzigen Vorteil, den wir gehabt haben, dass wir den Grunddurchgang gewonnen haben, ist, dass wir uns den Halbfinalsgegner aussuchen dürfen. Und wir haben uns für Club 19 Wiener Sportclub entschieden. Heute sind jeweils die Halbfinalspiele, das heißt, wir spielen eben jetzt gegen den Club 19 Wiener Sportclub und im Anschluss um 19.30 Uhr spielt dann Tirol gegen Salzburg. Von der Papierform her ist Salzburg ebenso Favorit wie wir gegen Club 19 Wien. Aber wie es wirklich ausgeht, werden wir erst nach dem Spiel wissen. Im Moment schaut es für uns ganz gut aus, wir sind schon 2-0 vorne. Aber so viel wir gehört haben, haben ja die Salzburger nicht allzu viele Österreicher, so wie im Fußball in der Mannschaft. Ja, das wäre jetzt ein bisschen unfair zu sagen, dass es ist wie im Fußball. Aber der Modus wurde einfach für heuer so festgelegt, dass man beliebig viele Legionäre bei jedem Spiel oder besser gesagt nicht Legionäre, sondern Nicht-Österreicher einsetzen kann. Es gibt keine Limitierung. Es gibt nur ein Limit. Diese Nicht-Österreicher müssen im Grunddurchgang 5-mal angetreten sein für ihren Verein, damit sie jetzt im Final Four spielberechtigt sind. Und wir haben während der Saison beobachtet, dass die Salzburger sehr viele Legionäre einsetzen
Und dann waren wir eigentlich gezwungen, ebenso Legionäre einzusetzen. Wir haben aber trotzdem bisher mit 11 oder 12 Spielern den Grunddurchgang bestritten und davon waren 3 Jugendspieler. Das ist ja eigentlich unser Ziel, dass unsere Jugendlichen dann auch in die Bundesligamannschaft aufsteigen können. Ja, dann wünschen wir noch viel Erfolg bei den heutigen Spielen und wir sehen uns morgen im Finale hoffentlich wieder. Das hoffe ich auch. Dankeschön. Matchball. So, Vereine, die einen Playing Captain haben, gibt es sehr viele, aber mit einem Playing President, das ist eine Novität und den Herrn habe ich jetzt vor der Kamera, der kommt jetzt total abgekämpft vom ersten Spiel und da fragen wir zuerst einmal, war es erfolgreich, wie viel haben wir gewonnen oder nicht? Ja, wir haben gespielt gegen Club 19, das ist der Wiener Semifinalist und ich habe gespielt auf Nummer 4 gegen einen deutschen Silas Hartmann und habe 3-0 gewonnen. War ein ganz gutes Match von mir, aber ja, er ist jetzt nicht unbedingt einer der Gegner, die dich bis zum Letzten fordern, aber man muss schon sehr konzentriert sein, auch diese Partie nochmal heimzuspielen. Was erwartet sich der Präsident vom morgigen Tag? Naja, ich hoffe, wir werden gewinnen, es wird sehr hart werden. Also, es ist rückblickend auf die letzten 5 Jahre gesehen, sicher die härteste Finalpaarung, die wir bis jetzt gehabt haben. Salzburg spielt mit Nummer 1 von Österreich, Akil Rehmann auf Position Nummer 4. Der ist auch mittlerweile Top 80 der Welt und vorne haben sie mit Legionären aufmagaziniert, quasi zu sagen. Nummer 1 ist, glaube ich, Australier, der ist auch Nummer 40 in der Welt. Und zwar gute, sehr gute Engländer, da müssen wir stark dagegen halten. Und wie viele Match gibt es heute noch? Wir sind heute fertig, wir haben jetzt noch 2 Partien. Also eigentlich braucht man jetzt nur einen Satz, dann ist es vorbei, weil dann die anderen Martins am Dead Rubber nennt man das, sonst wird er nicht mehr ausgespielt. Und dann geht es heim, regenerieren, essen, früh schlafen und morgen mit voller Kraft ins Finale. Super! Zweiter Tag der Meisterschaft, Endspiele im Squash in der Bundesliga der Herren für Österreich. Und der Jakob Dierenberger, ein Mitglied der Sportunion Wiener Neudorf, den habe ich jetzt gegenüber und der wird uns jetzt erklären, obwohl das letzte Match noch im Gange ist, wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Jawohl, also wir wissen es, soeben ist es durch. Wir sind zum 12. Mal österreichischer Mannschaftsmeister geworden. Es ist das letzte Spiel eben noch im Gang, aber aufgrund der besseren Satzverhältnisse wissen wir schon, dass wir der Sieger sind, der aktuelle. Und sind natürlich sehr glücklich darüber, weil das keine einfache Saison heuer war für uns. Wieso? Es ist uns mit Salzburg ein wirklich starker Gegner gegenübergestanden heute im Finale. Die haben das ganze Jahr über schon gute internationale Spieler im Einsatz gehabt und wir haben einfach auch dementsprechend aufmagazinieren müssen, gute Spieler holen. Ist nicht unser Anliegen, dass wir immer ausländische Spieler
bringen müssen, aber in dem Fall haben wir das perfekt hinbekommen. Wir haben auch gute Spieler eingekauft und haben aber über die Saison auch oft mit Jugendlichen und natürlich unseren Vereinsstärken gespielt. Also der Nachwuchs wird trotzdem gefördert? Der Nachwuchs, um den geht es uns eigentlich im Verein. Ja, den wollen wir dort hinbringen, wo heute die Spieler stehen hier in der Bundesliga. Also die werden auch jetzt schon die Größeren immer probiert hineinzubringen in die Bundesliga, um da schon mal schnuppern, wie das ist gegen die anderen guten Spieler. Und die brauchen auch einmal Druck, ne? Genau, ja, also vor allem viele verschiedene Spiele. Wir trainieren sehr fleißig und viel hier in der Anlage, aber natürlich, es sind dieselben 10, 15 Kinder, die untereinander spielen. Umso mehr Vielfalt sie bekommen mit anderen Gegnern, umso mehr können sie ihr Spiel entwickeln und das ist uns ein großes Anliegen. Ja. Ich glaube, ihr habt ja auch ein großes Glück mit der Anlage hier, nicht? Ja. Wird ja doch gefördert und das hat ja nicht jeder, ne? Genau, also dank der Gemeinde werden wir so unterstützt, dass wir regelmäßig hier unser professionelles Training abhalten können. Ja. Also ich kümmere mich hier um die Jugendarbeit eben im Verein und wir sind der erfolgreichste Verein, was Jugend betrifft, ebenfalls. Wir haben wieder Staatsmeister, einige Titel bei der Jugend geholt heuer und ja, es läuft perfekt dank der guten Unterstützungen. Nach zwei spannenden Tagen ist es jetzt soweit, dass wir zur Siegerehrung kommen können. Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass die Gemeinde Wiener Neudorf die Anlage betreibt und wir einen Vertrag mit der Gemeinde haben. Und so ist es eigentlich schon vor 25 Jahren irgendwo logisch gewesen, dass wir drei Schwerpunkte im Squash setzen müssen. Wir konnten nicht mit der Schicke-Micke-Welle mitschwimmen. Wir haben uns auf Leistungs-Squash, auf Nachwuchs und auf den Hobbybereich konzentriert. Und es freut mich, wenn das Früchte trägt. Und auch wenn heute im Finale vier Ausländer für uns gespielt haben, dann freut es mich umso mehr, dass wir drei oder vier Jugendspieler während der Saison eingesetzt haben. Und es freut mich, dass die dann auch mit hereinkommen zur Siegerehrung. Nachdem der Michi die meisten Sachen schon erwähnt hat, darf ich jetzt zur Siegerehrung kommen und möchte natürlich mit den Damen anfangen. Leider Gottes waren es nur zwei Teams. Wir haben aber trotzdem spannende Begegnungen gesehen. Und ich darf als erstes die unterlegenen Damen USC 2000 Graz hereinbitten. Es war so knapp und so eng,
haben wir einfach beschlossen, es gibt zwei dritte Plätze. Tirol und Club 19, rein als Dritter. Alle Spieler, die im heurigen Jahr an der Bundesliga teilgenommen haben. Bitte hier Andreas Kreuzenspruch. Mit einem 4:0 im Halbfinale gegen den C19 Wiener Sportclub und letztlich einem 3:1 gegen den SC 80 Salzburg hat der NV Squash Union Wiener Neudorf Mödling letztlich erneut und zum 12. Mal den Titel erringen können. Wiener Neudorf TV gratuliert der gesamten Mannschaft zum erneuten Meistertitel. Gratulation an Wiener Neudorf an den Meistertitel. Und ja, ich möchte mich einfach nur bedanken. Ich glaube, es war trotzdem ein toller Erfolg und es ist schade, dass im Vorfeld eigentlich so viel um und um diskutiert worden ist. Ich glaube, das war das beste Squash, was Österreich seit Jahren gesehen hat, quer durch die Bank. Und ich glaube, das ist schon eine Anerkennung und ein Respekt wert. Und dann spreche ich einfach jetzt mal aus und danke nochmal. Ganz herzlich auch bei den Salzburg bedanken, die uns heuer wirklich Parole geliefert haben, das Niveau nochmal nach oben geschraubt haben, indem wir halt viele Ausländer im Einsatz gehabt haben. Aber wir haben eben gute Spieler hier gesehen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die heute da waren, die uns angefeuert haben, die hinter unserem Verein stehen, bei allen Spielern. Thanks to you guys. It's a pleasure to be in a team with you guys. Wir werden sehen, was die nächste Saison bringt. Ich glaube, jetzt im Anschluss findet ein Meeting statt, wo das besprochen wird. Und wir werden nächstes Jahr wieder, egal in welcher Form, in welchem Modus, versuchen, den Titel zu verteidigen. Und es wird uns auch hoffentlich wieder gelingen. Danke! Information noch, um 19 Uhr ist das Abendessen geplant. Ich würde bitten, die Sitzung schnell abzuhalten, damit man da pünktlich alle bewaffnet sind.